Ich frage mich, wie man als Hase nur glücklich sein kann. In so einem kleinen Ding. Im Gesichtsfeld, in so einem kleinen Ding irgendwie drinnen zu hocken den ganzen Tag. Ouch. She left out damnation. Liebe Katie, sämtliche Dämonen der Hölle hätten mich nicht auf den Inhalt deines Videos vorbereiten können. Wie die Hure Jezebel, zeigst du dich vor den Augen Gottes. Ich werde mit meiner Gemeinde für die Rettung deiner Seele vor dem ewigen Höllenfeuer beten. Tante Marsh, oh Gott. Oh Gott, ich gläubige Menschen hasse. Good Lord. This must be Kate's H.R. Giger period. Die H.R. Giger Periode. Selbst hier wird Giga noch erwähnt. Foto. Ansehen. Almost forgot what Kate looks like when she smiles. Poor Kate. She doesn't look good. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie sich vielleicht sogar noch umbringen wird. Hey Kate, I brought your book. Max, why did you step in between David and me yesterday? I hate bullies. David Madsen should know better. I was hoping he would. But it's nice to see that you care about me. Kate, I actually do care. So, what's the story with you and David? Well, he's a total paranoid ass. He thinks I'm part of the Vortex Club. Yeah, right. Bet. Did you party with them? I went to a Vortex Club party against my better judgment. Not my scene at all. You know how humiliating this is for me? I know this sucks, Kate, but tell me about the video and maybe I can help. Basically, I went to one Vortex Club party and ended up making out with a bunch of people. And I have no memory of it. Klingt nicht nach dir. Doesn't sound like you. I can't see you partying with Victoria. I didn't. You have to tell me more than that. What happened at the party? Did you drink? I swear to God, I had one sip of red wine, and then I drank water. Das ist nicht genug, um betrunken zu sein. Not enough to get wasted, is it? I don't get wasted. Ever. I take a sip at church, and I don't end up on a viral video, okay? Did somebody drug you? I remember getting sick and dizzy. Go on. GHB. Then Nathan Prescott said he would take me to the hospital. Ist klar. Nathan Prescott? Oh shit. He was being nice for a change when he offered to help me. He's the opposite of nice. What next? All I recall is driving for a long time. Then I woke up in a room. I thought it was a hospital because it was so white and bright. Go on. I'm listening. Somebody was talking to me in a soft voice. I thought it was a doctor until I heard Nathan and felt a sharp sting in my neck. And? That's all I remember. I don't know what happened. I woke up outside my dorm room the next day. I didn't have any marks or bruises, but I felt gross. So, who took the video of you at the party? I have no idea. Probably Victoria. She was there being her mean self. Jesus, Kate. I'm sorry. This is serious shit. How do I get a viral video taken down? I know it's already spreading. What if my church sees that? I need to know what to do. Kate, we'll figure it out. I'll check back later, okay? Thanks, Max. You can put my book here near my bag. Da bin ich ja mal gespannt, was noch alles so rauskommt. Also dieses typische Elitäre, was sich dann trotzdem irgendwie als ziemlich hinterfotzig rausstellt. So, Max, can I ask you a question? And please be honest. Absolutely, Kate. Anything. I need to find out if Nathan Prescott helped me. Or hurt me after that party. Was gibt's da rauszufinden? Should I go to the police? Ja. Yes, you should definitely go to the police, Kate. I totally believe every word you say.
Nathan Prescott is truly dangerous. Bless you, Max. I will go to the police, and also Principal Wells. With you as my backup witness, they'll have to take us seriously now. Backup witness? Well, I mean, I believe you and everything, but we're still just spoiled punk students to the cops and faculty. I just think we need to be very careful here. Why? Careful of what? Nothing. Except the Prescotts are a powerful family. I hope this won't backfire on us, that's all. Even though that rich bastard has earned some serious bad karma. He'll get it. Ja, das soll Konsequenzen haben. You actually told Kate to go to the police and the principal after getting a scary text threat. Now the police will definitely drag you into this shit. Ja, Tablet. Also hat man ja schon. Kate is all alone dealing with this video bullshit. I hope her mother doesn't disown her. So, dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg da zum Two Whales, da, Chloe. Du bist für Max. Essen. Two Whales. Seh dich da. Brich dir beim Texten keinen Finger. Hurra, Frühstück. Keine Emojis. Okay. Vielleicht können wir jetzt immer noch das Foto vom Ding machen. Vom Eichhörnchen. Squirrel. Alter, Vögel scharen sich um den. The birds are flocking around Samuel. Ah, there's Samuel, up early. Already, hey Samuel, you're up early. Oh, hello young Max. I do love the early morning. Everything is so calm and quiet. And I can feel the animals waking up with me. Schnee. So, what did you think about that freak snow shower yesterday? Another message from the Earth to get our shit together. I will say that Samuel hasn't seen anything like that before. That's one thing I truly love about Arcadia Bay. It's all those cool animals in the forest. The squirrels always come in the morning for food. I can hear them whisper. What animals do you see in the forest? Ich sah ein Reh. Don't laugh, but I saw a doe that seemed to be looking right at me. Like it was trying to communicate. Oh, that's your spirit animal. Nothing weird there except you saw yours. Could be a sign about your destiny. What do I know? My spirit animal is a squirrel. I saw squirrel. You getting in the way of your morning ritual. See you later. Of course you will. Er macht immer noch einen komischen Eindruck. Aber das Krafttier. Wieso muss ich schon wieder an Fight Club denken? Mann? Pleite mit dem Pinguin. Can't Blackwell have at least one no football zone? How hard is it to dump the trash into a bin? Release the Kraken. Release the Kraken. Time for your 15 minutes of fame. No? I better not get near the bench, or the squirrel won't take the food. Erwischt. Da 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 da. Foto. Yes, another Pulitzer for the portfolio. Erwischt. Volle Belichtung. Oh, wir haben ja. Oh, wir hätten den Dings fotografieren können, den Football, der die Scheibe zerbrochen hat und anscheinend jetzt Sonnenuntergang. Was ist mit dem Vogel? Wir haben das Eichhörnchen verpasst. Squirrel. Deiner. Kate gestand, dass mit ihr wohl mehr geschehen war als nur ein Video.
Sie sagte mir, dass Nathan Prescott sie von der Party in die Notaufnahme fahren wollte. Und sie glaubt, er hat ihr etwas angetan, aber sie kann sich nicht erinnern. Es ist schwer zu glauben, dass Kate nicht wusste, was für ein Mensch sie ist. Oder Nathan. Ich habe selbst gesehen, wozu der Wichser fähig ist. Natürlich fragte Kate, ob sie zur Polizei und zum Direktor gehen sollte. Ich sagte Kate, das solle sie unbedingt tun. Andere könnten sich in Gefahr befinden, aber Kate meinte, sie wolle mich als Zeugin, was mir wegen der Drohnachricht Sorge bereitete. Sollte ich mich einmischen, wenn jemand mich offensichtlich schon verfolgt oder schlimmer? Das wird irrer, als mir lieb ist, von wegen Supermax. Ein kleines bisschen müde vielleicht. Warte mal. Oh, hier ist noch mehr, was ich nicht gelesen habe. Ach, Doktor, ich hatte seine. Warte mal. Ah, hier. So. Ich wachte als eine andere Person auf, auch wenn es noch keiner weiß. Nach den Enthüllungen zu meiner Kraft gestern und der Rettung von Klaus Leben. Neben anderem ihren Scheiß, wie Victorias es ausdrücken würde. Im Blackwell muss ich annehmen, dass jetzt alles anders ist. Und ich dachte, der Welt meine Fotos zeigen würde hart werden. Ich würde lange geschlagen. Nee. Spielst du dir ein? Nein. Nachdem Chloe mich gestern am Wohnheim absetzte, versuchte ich mehr über den außergewöhnlichen Schneefall am Leuchtturm zu fahren. Aber die örtlichen Meteorologen sind ahnungslos. Ich war so aufgedreht, dass ich die ganze Nacht Zeit und Quantenphysik recherchierte. Da ich nicht Warren bin, war ich nach meiner Recherche noch ahnungsloser als vorher. Ich glaube nicht, dass meine Tornado-Vision und der Schneefall verbunden sind, aber ich habe gerade keinen Plan, was ich glauben soll. Ich bin froh, dass Chloe und ich wieder ein Team sind. Muss Schicksal sein. Jetzt muss ich duschen und mich fürs Frühstück mit Chloe fertig machen. Das habe ich echt nötig. So. Ich traf Kate im Duschraum und sie wollte Familientreffen zurück. Ich liebe dieses Buch. Muss es mir selbst kaufen. Natürlich stürmten Victoria und Taylor den Duschraum und hackten wegen dem Video auf der armen Kate rum. Und wie richtige Biester schrieben sie einen Link zum Video auf den Spiegel. Ich verstehe nicht, wie sie damit durchkommen. Victoria hat alles. Was hat sie davon, Kate Marsh zu mobben? Wir alle sollten erwachsen sein, aber es ist eher wie Battle Royale, nur ohne Dystopie und explodierende Köpfe. Nur Victoria kann dafür sorgen, dass ich mich unter der Dusche dreckig fühle. Das Mysterium vertieft sich und es gibt keinen Kommen. Nachdem Victoria und Taylor auf Kate rumhackten, ging ich in mein Zimmer und fand diese gruselige Fotomontage. Nur Nathan ist so gestört. Der Gedanke an Nathan, dass Nathan hier war, um das zu arrangieren, ist echt übel. Ich muss hier besser auf mich aufpassen. Ein Überwachungssystem scheint mir jetzt weniger abwegig. Hab ich's nicht gleich gesagt? Und noch mehr Drama. Ich erhielt eine bedrohliche Nachricht von einer unbekannten Nummer. Nathan? Victoria? Kein Plan, ich muss echt Augen im Hinterkopf haben. Ich musste noch Kates Buch rüberbringen, also ging ich in ihr Zimmer. Ich wusste, es geht ihr nicht gut, aber nicht, dass es so schlimm ist. Alle Lichter aus, Jalousien unten, die totale Emo-Goff-Höhle. Und Kate ist das Gegenteil von Emo und Goff. Sie weinte nur im Dunkeln und es war traurig, sie so zu sehen. Noch trauriger war mein Wunsch, ein Foto von ihrem Leid zu machen. Was? Ja, aber das hatten wir ja eben schon mal gelesen. Okay, dann sind wir wieder up to date hier. Scroll. Ich hasse dieses Wort. Taylor. I don't think I've actually seen Taylor alone without team. Hi, Taylor. Why would you even talk to me after the shit you pulled yesterday with Victoria? I don't want to fight with you or Victoria. Instead of smack talk, let's just talk, for once. You're funny. Well, I'm not doing anything at the moment, so talk. Kate is really upset about the video. All this gossip is cruel. Boo-hoo. That's what happens when you preach to everybody about sex. She'll live. Why do you hang out with Victoria? She's pretty mean to you and Courtney. And she's bossy, too. Look, you don't know her. I do. And she's one of the best friends you could have. Mm-hmm. Schon klar. I guess I've had mean, bossy best friends, too. Better than having mean, bossy parents. I would love it if my mom was mean or bossy instead of sick. But whatever. We've had our talk.